Liebe Kinder, ihr habt nicht unbedingt darauf gewartet, dass euer Vati wieder mal alte Geschichten erzählt. Aber über diese wichtige Episode aus meinem Leben habe ich jetzt lang genug geschwiegen. Also, ich will mal eine Historie erzählen. Wie ihr wisst, sind wir aus Holland raus und haben alles den Tommys übergeben. Wir marschierten im Gänsemarsch, die Stiefel poliert, durch die holländische Landschaft. Nach Hause. Das war alles, was wir wollten. Wenn immer ein holländischer Name auftauchte, war er umgeben von einer positiven Glorie. Das war, was wir Kinder wussten. Die genauen Whereabouts wussten wir nicht. Allerlei Menschen, die ich das Verhaal wel eens verteld heb, die waren so van, nou, Indianenverhalen, dat kan niet. Bij Joden, dat daar allerlei mensen ondergedoken gezeten hebben. Ja, dat waren de meest wonderbaarlijke verhalen. Dat er zich daar zo reingesteld had, dat er daar zo mitgemacht hat, das ist so, so gefährlich gewesen. Das hat ja gar keiner gewusst hier in der DDR. Werner Klemke, seit 15 Jahren Lehrer an der Hochschule für Bildende und Angewandte Kunst Berlin. Seine Kinderbuchillustrationen sind ebenso anerkannt wie gerühmt. Und wenn Sie zu Hause selber malen, nicht? Was braucht man dazu? Farben und vor allen Dingen Wasser muss man haben, nicht? Unser Vater hat sehr oft sehr viel Glück gehabt. Sehr viel Glück. Und Johannes leider nicht. Ja, Hannes marschierte nicht mit uns. Und deswegen muss die Geschichte von ihm und mir und von unseren guten Freunden Mels, Evi und Sam erzählt werden. Und ihr müsst sie euren Kindern und Kindeskindern weitererzählen. Die Geschichte, die anfängt in einem kleinen, verstaubten Buchladen.